einfach schön bei dir zu sein. Man ist immer gedacht, es ist einfacher, nach Imst zu kommen, als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen. Gell? Dieser Arm hat keine Einheit mehr mit dem Leib. Bleibt in mir und ich in euch. Wie ein Arm nichts von sich selbst tun kann, er bleibe denn an mir. Aber wie geht Einheit? Gleich wie ich mit dem Vater, so ihr mit mir. So wie ihr mit mir, so könnt ihr untereinander eins sein. Jesus betet in Johannes 17 für drei Dinge, damit Einheit überhaupt möglich wird. Ohne die Erfüllung dieser drei bleibt Einheit weiterhin ein Traum. Starte dein persönliches Einheitsentwicklungslabor. Denn wo zwei oder drei so eins werden, gibt es keine Begrenzungen mehr. Also, wie geht Einheit? Hol dir das Buch mit der Anleitung zum persönlichen Einheitsentwicklungslabor. Ich glaube nämlich, dass wir ein total neues Denken brauchen. Unser Denken muss mit dem Denken Gottes übereinstimmen. Und wir haben mit dem Denken der Welt versucht, Kirche zu bauen. Ja? Und jetzt müssen wir Reich Gottes bauen mit dem Denken eines Reich Gottes Bürgers. Und da hat ein ganz lieber Bruder von mir ein Buch mit seiner Gemeinde geschrieben, Strahlender Freude in Pforzheim. Und das heißt 40 Tage Reich Gottes. Und das würde ich euch sehr empfehlen. Man kriegt es, glaube ich, bei wie nennt es, der Amazon kriegt man es. Könnt es auch uns schreiben. Und da geht es eben um ein neues Herz, um ein neues Denken. Wisst ihr, im Reich Gottes werden die Letzten die Ersten sein. Mhm. Im Reich Gottes wird man nicht reich durch Korruption und Stehlen, sondern durch Geben, durch Segnen, durch einen Zehnten. Dann das Senfkorn. Alles, was wichtig ist, Leiden und Verfolgung. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und wir müssen Gott, also wisst ihr, es geht darum, Gott kennenzulernen. In einer Ehe kann nie Harmonie sein, wenn sich die zwei nicht zutiefst kennenlernen. Wisst ihr, ich war verheiratet und nach drei Monaten habe ich gesagt, Herr, wenn du mir nicht zeigst, wie der Kerl tickt, kannst du anfangen, die Scheidungspapiere schreiben. Ich muss wissen, wie er tickt. Weil alles, was ich in den Büchern gelesen habe, die ich ja sehr brav gelesen habe, weil ich eine gute Ehe haben wollte, der hat nicht so gespurt. Hat gesagt, er nicht dieselben Bücher gelesen? Nein, der hat nicht dieselben Bücher gelesen. Gott wollte ein neues Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, zeig mir, wie der tickt. Und dann hat er mir gezeigt, wie er tickt. Und dann war das locker, einfach. Ja. Und so müssen wir auch beten, Herr, zeig mir, wie du tickst, was dich zur Freude bringt. Ja. Er hat mir zu mir mal gesagt, Maria, wenn du meine Lasten trägst, trage ich deine Lasten. Mhm. Ich habe gesagt, was sind deine Lasten? Deine Lasten sind die Verlorenen. Seine Lasten sind die Einheit im Leib Jesu. Seine Lasten ist Israel. Seine Lasten sind die Armen, die Witwen, die Waisen. Da habe ich gesagt, Herr, wie du mir die Gelegenheit gibst, will ich dir helfen, deine Lasten zu tragen. Und er trägt meine 100%. Hundertprozentig. Ja. Wisst ihr, Gott hat uns geschaffen, um eine erweiterte Familie zu bekommen. Ja. Er möchte, dass wir seinen Charakter widerspiegeln. Und deshalb bin ich so dankbar, dass mir Gott am Anfang schon gesagt hat, ich bin nicht der Erlöser von Uganda. Ich schaff's nicht, das ist unmöglich. Und immer wenn er uns an einen Punkt bringt, wo wir sagen, ich hab's nicht, ich bin's nicht, ich kann's nicht, ich hab's nicht, brechen wir durch in eine Abhängigkeit von ihm. Genau, ja. Und diese Abhängigkeit, wisst ihr, je stolzer man ist, umso mehr will man nicht abhängig sein. Mhm. Ja. Aber Demut heißt, ich habe erkannt, ich bin's nicht, hab's nicht und kann's nicht, aber, und das ist der beste Aberglaube, Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da braucht es mehr als nur Bekehrung und Taufe. Da braucht es ein Mitkreuzigen mit Jesus Christus. Und ich persönlich glaube, dass der gesamte Leib Christi mit einigen Ausnahmen von Kalebs und Joshuas und Königin Esthers und die Jünglinge im Feuerofen, ein paar, stehen am Jordan jetzt und müssen den Jordan überqueren ins verheißene Land. In Ägypten waren sie an Satan gebunden, in der Wüste an sich selbst. Wir waren Jahrtausende jetzt an uns selbst gebunden. Und jetzt müssen wir durchbrechen an ein Gebundenwerden an Gott. Und dem stehen wir jetzt bevor.
Galater 2,20 steht für den Jordan. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt in diesem Fleisch lebe, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Und ich sage es euch, das ist ein Strom, ein Fließen. Du weißt, Jesus in dir ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da ist der gesamte Leib Christi. Und da vertraue ich, dass der Herr mich verwendet, dass ich noch vielen sagen kann, werdet Jünger Jesu. Mhm. Werdet Jünger Jesu. Und ein Jünger Jesu hat zum Ziel, so zu werden wie der Meister. Und dann kann man die nicht mehr unterscheiden, ob du katholisch bist oder evangelisch oder was, sondern du bist immer mehr, wirst immer mehr den Charakter Jesu ausstrahlen. Und das ist meine große Herzensanliegen, dass Gott Türen öffnet, dass wir weltweit Jünger Jesu hervorbringen und diese Welt erkennt, wer Jesus ist. Und dann will, weißt du, schau, die Moslems, Gott hat mir vor einigen Jahren gesagt, ich werde dich sehr verwenden unter den Moslems. Da habe ich gesagt, bitte langsam, bitte langsam. Kurz danach, ich bin am Gebetsberg und weißt, ich habe wunderbare Mitarbeiter, ich habe über 1000 Mitarbeiter, die wollen nicht, dass ich mich dreckig mache, aber ich tue so gern Buddeln in der Erde. Und das kann ich sagen, den Baum habe ich gepflanzt, ja. Und dann habe ich gewusst, sie haben ein Seminar und dann habe ich Bäume gekauft und Büsche. Mir gedacht, da ist keiner da, da kann ich buddeln. Und ich buddle und habe Bäume gesetzt und Büsche und schöne Blumen. Und dann kommt ein riesiger, boah, toller Schlitten, also ein tolles Auto auf den Gebetsberg gefahren und der ist sehr schwer zu finden. Steigt ein hoher Moslem aus. Denke ich mir, der hat sich verfahren, ja. Da kommt er zu mir, sagt der Mama Maria, die wusste, ob ich die Gärtnerin bin oder die Mama Maria, ich habe so verschwitzt und dreckig ausgehabt. Und habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, sind wir alleine hier? Sag ich, ja. Können wir ins Haus gehen? Habe ich nur zaghaft gesagt, ja. Habe mich auf die Terrasse gesetzt, obwohl mich keiner gehört hat, wenn ich geschrien hätte, weil hier keiner da war. Dann habe ich gesagt, was gibt mir die Ehre Ihres Besuches? Sagt er, ich will deinem Gott dienen. Sag ich, wie bitte? Wer ist mein Gott? Jesus Christus. Sag ich, du bist doch Moslem. Ja. Ja, wie kommst du auf die Idee, meinem Gott zu dienen? Dann sagt er was, das hat mich unwahrscheinlich berührt. Wir, nicht ich, wir haben dich jetzt jahrelang beobachtet. Dein Gott ist liebevoller. Dein Gott ist vollmächtiger. Dein Gott ist es viel mehr wert zu dienen als unser. Ich habe zittern angefangen, führe mich zu diesem Gott. Dann habe ich gesagt, du glaubst du aber auch, dass er der Sohn Gottes ist? Sagt er, das glaubst du? Und der wird mir das schon zeigen, hat er gesagt. Aufgrund deines Glaubens empfange ich ihn jetzt. So, dann bin ich auf die Knie mit dem, der hat nachgebetet mit einer Inbrunst und Jesus aufgenommen. Und jeden Moslem, den ich zu Jesus führe, der sagt, das wird so heiß, das wird so heiß. Sag ich, das ist Leben und Liebe. Die haben keine Liebesbeziehung zu ihrem Gott. Das ist Leben und Liebe, lass es einziehen. Ja, und ich sag euch, die sind 100% da. Die waren bereit, mit einer Bombe als Terrorist zu sterben, für den blöden Glauben. Jeder hat mir gesagt, was glaubst du, wie ich jetzt bereit bin, für Jesus zu sterben, der für mich alles bezahlt hat. Ja. Wir haben jetzt gerade ein großes Werk begonnen für die heimgekehrten Söhne Gottes und Töchter Gottes. Über 200 wiedergeborene Moslems, denen Jesus begegnet ist. Wir haben nichts gesagt. Und das war nicht der Erste, der gekommen ist bei Nacht und Nebel. Ich will Jesus dienen. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, aber in Deutschland hat Gott uns und auch in Österreich, in der Schweiz, hat Gott uns das Missionsfeld vor die Haustür gebracht. Ja. Absolut. Haben wir es versäumt, denen Jesus so zu zeigen, dass sie wollen, was wir haben? Genau. Oder haben wir uns in Angst zurückgezogen? Also ich spüre, weißt du, ich bin ja auch von Moslems umgeben, ich habe den zu Weihnachten immer für die Kinder dann Bücher geschenkt, für die Kinder, ja, das haben dann die Eltern gelesen. Ich bin sehr beliebt bei den Moslems, weil ich weiß, keiner kann jemanden zwingen, seine Konfession zu ändern. Aber die Liebe Gottes kann dich dazu bewegen. Und wir nehmen alle Kinder, Muslimkinder, die arm sind, auf in unsere Schulen. Ja, nicht alle, aber halt die zu uns kommen. Und die müssen alle Papier unterschreiben, die sind ja die Vormünder, dass unsere Paten Christen sind. Und die Paten wünschen sich,
die dafür bezahlen, dass unsere Kinder, die Muslimkinder, wenigstens den christlichen Glauben erfahren. Und keiner wird gezwungen, um zu konvertieren. Ich unterschreibe alle. Mhm. Aber ganz viele Kinder, nach 2-3 Jahren in der Schule, im Koran haben wir gesagt, sollen sie daheim lernen, wir lernen die Bibel. Und sie erleben die Liebe Gottes. Sehr viele erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und kommen und wollen sich taufen lassen. Dann gehe ich zu den Leuten, zu den Vormündern und sage, also ich habe eine sehr gute Botschaft für mich, ich weiß nicht, wie sie für dich ist, aber dein Kind hat erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er der Erlöser ist und dass er uns den Weg vorbereitet hat, dass wir frei in den Himmel kommen können. Aber dein Kind will sich taufen lassen, aber es ist nicht volljährig. Es steht unter deiner Autorität. Wenn du den Segen gibst, taufen wir das Kind gerne und wollen aber alle Verwandten dabei haben. Und wenn du den Segen nicht gibst, haben wir keine Freiheit, das Kind zu taufen. Kein einziger hat Nein gesagt. Alle sagen sie, wir warten schon aufs Datum. Haben wir große Taufe, jeder kriegt eine Bibel von ihnen und alle müssen das Kind segnen für uns und sagen, das dürfte jetzt kein Hindernis geben. Das Kind hat eine Erkenntnis, was euch noch segnen wird. Ja. Und wenn mir jemand was antut, ich sag's euch, da hat er die Moslems am Knack. Die lieben mich heiß und ich liebe sie. Ich sage immer, wir brauchen euer Feuer, aber ihr braucht unsere Liebe und unser Leben. Und sie sehen, dass wir sie ganz gleich behandeln wie die anderen, weil Jesus auch für sie schon gestorben ist. Ja. Ja. So, weißt du, die Liebe ist alles, die Liebe überführt, die Liebe überzeugt. Und jeder Mensch sehnt sich nach der Liebe, diese Agape-Liebe, ja, die Gott uns schenkt. Keiner von uns kann sich den Himmel verdienen, nur glaubend annehmen und Danke sagen. Mhm. Es ist ein Geschenk. Und wenn es die Moslems so mal erfahren und erleben, und ich habe keine Angst vor ihnen, und ich liebe sie wirklich. Und haben sich jetzt schon viel im Iman bekehrt. Ja. Aber die sind... Wie geht es denen dann, also in der eigenen Sippe oder so? Die werden hochgradig rausgeschmissen. Ja, tatsächlich. Wird ja. Ein Grab gemacht mit Geburtsdatum und dem Datum des Sterbens, an dem Tag, wo sie ihr Leben Jesus übergeben. Tatsächlich. Die stehen mittellos auf der Straße und da wird schon über 200, die wir aufgenommen haben. Ein großes Werk, das ein ehemaliger Imam leitet. Und ich habe gesagt, ihr müsst nur die Liebe predigen, keinen Hass, denn Hass ist nicht von Gott. Und die predigen die Liebe. Herrlich.